In diesem Video. Ist alles leer? Steppt der Bär? Ist der Pool gefroren? Sind wir ein Punkt und ist Land in Sicht? Schönen guten Morgen hier von unserem Schiff nach Helsinki. Kai hier von Travel Camping Living. Was eine Nacht. Der Kahn hat von links nach rechts geschaukelt. Ihr macht euch keine Vorstellung. Schläge gelassen. Enorm. Also, das war eine wellige Nacht. Zum Glück macht mir das nichts aus. Ansonsten vielleicht noch der Tipp. Nehmt euch Oropax mit. Es knarzt. Die Kabinen sind nicht super schallisoliert. Man hört Nachbarskinder schreien oder Hunde bellen. Und beachten sollte man in den Innenkabinen. Kein Internet, nix. 4G, 3G, 0G, nüt. Geschlafen habe ich hier aber ziemlich gut. Das Bett ist breit genug und auch die Matratze hart genug. Keine Rückenschmerzen oder sonstiges. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal vor die Tür, oder? 9 Uhr, da kann man ja mal Frischluft suchen. Natürlich herrscht auf dem Dampfer Maskenpflicht, also habe ich sie dabei. Schlüsselkarte ist auch mit und jetzt gucken wir mal, wo es hingeht. Müssen ein bisschen aufpassen. Das Schiff wackelt immer noch ziemlich, aber nicht mehr ganz so schlimm wie gestern Nacht. Man kann wieder halbwegs gerade laufen, wenn man ein bisschen breitbeinig läuft. Hier kommen wir in den Rezeptionsbereich. Tote Hose. Ich glaube, ich bin alleine auf dem Schiff. Noch kein Mensch gesehen jetzt bisher. Was ich aber sehe, ist das Meer und den Ausgang. Denn hier geht's raus. Gucken, ob es uns... Boah, die Tür geht schier nicht auf. Sonnensturm geht. Leck. Okay. Kein Wunder, ist es wellig. Guckt euch den Wellengang an hier. Alter Verwalter. Die Ostsee gibt alles für uns. Geil. Und dazu noch schönes Wetter, Mensch. Blauer Himmel. Ein paar Wölkli. Grandios. Und unter uns steppt der Bär. Lustig auch gleich gefunden, der Platz für Co-Pilot von Friedrich bzw. für Hunde. Da kann man es dann auch gleich entsorgen. Sieht jetzt nicht so einladend aus, Schotter, aber besser als nichts. Wir sind auch nicht alleine unterwegs, da drüben ist noch jemand. Ja, und es schwankt mal wieder kurz. Eieiei. Bin mal noch kurz auf die andere Seite vom Schiff und hier haben wir Sonne und deutlich weniger Wind. Es ist grandios. Ohne Wind haben wir hier, weiß nicht, knapp über 0 Grad vermutlich. Und es sieht genial aus. Da hinten sind Windmühlen im Wasser oder an Land. Die Sonne verschwindet leider jetzt ein bisschen hinter Wolken. Aber, ach, es ist cool. Und auch hier tost das Meer. Es schaukelt aber nicht mehr ganz so schlimm wie heute Nacht. Ich habe es gerade schon gesagt, es wird besser. Und einiges an Schiffsverkehr hier. Da vorne fahren auch noch zwei. Verlassen wir diesen frischen Ort mal wieder, gehen rein und gucken, was sonst noch so gibt. Ich glaube, Deck 11 zu suchen wäre mal kein Fehler. Da ist, glaube ich, das eine oder andere los. Und ihr kennt mich, natürlich wird gelaufen. Da sind wir, Deck 11. Spielautomate. Die wichtigen Dinge des Lebens. Und dann finden wir hier Happy Hippos. Ein verlassenes Kinderspieleland. Auch sonst immer noch kein Mensch getroffen hier. Der Sailors Shop macht erst um Mittag auf. Massage, Sauna. Und hier gibt es Essen und Trinken. Und Sitzplätze. Und neben dem Zeitungsständer geht es wieder raus vor die Tür. Da gehen wir es aber nicht hin, da waren wir gerade. Außerdem pfeift es da wie Sau. Wir laufen weiter und gucken mal, was uns hier sonst noch so begegnet. Oh, Menschen. Heieiei, wir sind doch nicht alleine auf dem Schiff. Bar und Bistro. Hier gibt es gutes Essen für Leute, die seefest sind. Und hier noch die Bar, von der hat Thorsten mir gestern noch erzählt, der vom Zoll. Hier gibt es das gute Bier oder so. Und schön ist, von der Bar kann man entspannt rausgucken. Ohne dass man nass wird oder einem der Arsch wegfriert. Eins muss jetzt aber schon noch mal sein. Wir gucken mal, ob wir das Sonnendeck finden. Und man läuft immer so ein bisschen wie, als hätte man ein bisschen
zu viel gesoffen. Geht immer von links nach rechts. Ja, anstrengend. Völlig aufpassen, dass man nicht irgendwo gegenknallt. Und für Sonnendeck müssen wir noch eins höher. Auf Level 12 stehen dann auch die entspannten Flugzeugsitze. Ja, da habe ich lieber eine Kabine. Im Sommer kann man hier scheinbar ohne Kabine fahren. Im Winter ist Kabine Pflicht auf dem Dampfer. Und da gerade zufällig die Sonne scheint, gucken wir mal auf Sonnendeck, wie dem so ist hier. Sonnig. Ist ja unglaublich. Und einen Heli-Landeplatz gibt's. Blauen Himmel. Und vom Sturm her geht's auch. Aber ich muss aufpassen, dass es mich nicht wegrollt. Ich habe auch gefunden, wo der höchste Mann hier sitzt, nämlich geradeaus. Und ansonsten sehen wir viel mehr und noch viel mehr. Und eine Sonne und Wind, den sehen wir nicht, den spüren wir. Ich habe mich mal hier nach vorne gekämpft. Es ist ohure rutschig auf dem Deck. Jetzt schier aufs Maul geschlagen. Da läufst du echt wie ein sehr besoffener, ganz vorsichtig besser. Denn irgendwie gab es oder gibt es so ein bisschen Frost. Und oh, wenn wir nach hinten gucken, sehen wir auch noch die Ladung und Fracht. Viele Container und LKW-Anhänger. Gott, oh Gott, was ein Sturm. Ja, ich lerne schon mal wieder die Kamera mit beiden Armen festzuhalten. Ich glaube, das ist kein Fehler bei so einem Sturm. Sonst kriegt ihr nur verwackeltes Zeug zu sehen. Aber macht echt Spaß. Ich habe vorhin auch noch mehr Menschen gesehen. Einer war noch mit mir hier auf dem Deck. Aber es ist echt komplett tote Hose. Ja, ganz cool. Ich habe ein ganz klein wenig Internet hier oben auf dem Schiff. Muss auch das Handy gut festhalten, dass es fortfliegt. 4G, ein Balken. So, ich glaube, ich gehe lieber am Geländer zurück. Da kann ich wenigstens festhalten und es wirft mich nicht um oder über Bord. Man läuft hier wie so ein alter Mann. Nichts gegen alte Männer, aber... Gott, oh Gott. Genial, wenn es so weitergeht, kommt es gut, glaub. Oh, ja, Eis, oh Mann. Oh Gott. Knaller, aber immerhin Sonne, das ist alles wert. Solange die Sonne scheint, ist alles gut. So, wir haben das rettende Ufer erreicht. Oh, zurück in die Wärme. Also, ich hätte mal Handschuhe mitnehmen sollen aus dem Van. Ja, ist ja alles schön und gut hier auf dem Schiff. Gesehen haben wir es jetzt und dann kann ja jetzt die Arbeit beginnen, oder? Ich schneide dann mal ein bisschen und tippe Block. Und während ich arbeite, könnt ihr ein bisschen gucken, wo wir gerade sind. Wir schippern zwischen Schweden und Bornholm durch. Wir sind also hier und noch da müssen wir. Und von da kommen wir. Ist noch ein paar Meter. Deswegen werden wir auch nicht die normale Route einhalten, sondern wir fahren zwischen den Inseln Öland und Gotland Richtung Stockholm Schären. Von da geht es dann Richtung Utö in Finnland. Schneide ich gerade nichts ahnend vor mich hin. Durchsage vom Captain. Wir haben es gerade ein bisschen windig, meint er. Und vor uns liegt ein Sturm. Okay, jetzt wird die Route geändert. Das heißt ja schon was, ne? Muss ein ordentlicher Sturm sein. Jetzt nähern wir uns erstmal irgendwie Stockholm, fahren dann rüber nach Finnland und dann wahrscheinlich Küste entlang bis Helsinki. Das heißt, vermutlich so viele Stunden Verspätung, statt morgen 9 Uhr sind wir erst um 12 Uhr da. Das heißt also, für meine 540 Euro kriege ich 3 Stunden mehr auf Boot. Cool! Und mehr Wellen vielleicht. Auch nicht schlecht. Ja Leute, bin hier immer noch am Arbeiten und Rumsitzen. Der Wellengang nimmt gefühlt ein bisschen mehr zu. Aber Essen geht immer. Kaffee geholt und was zum Beispiel. Prost. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Mit Blick aufs Meer. Und Wellen. So, ich habe meinen Arbeitsplatz mal wieder verlassen. War ganz schön fleißig, hauptsächlich Blog geschrieben heute, bin da so hinterher. Jetzt laufen wir wieder runter auf mein Level, nämlich 7. Dann bringe ich kurz den Laptop weg und dann gehen wir nochmal vor die Tür und ich zeige euch, dass wir hier durch ein absolutes Sturmgebiet fahren. Es ist echt übel und das Übelste steht uns noch bevor. Da sind wir wieder, unser Deck,
gleich gefunden. Vor allem muss ich jetzt meinen Laptop wegbringen und eine Jacke. Oh, nichts Dummes, ich nehme mich recht frisch raus. Mann. Gott, ey, dieses Laufen ist echt übel. Wie besoffen. Ja, oben angekommen, Deck 12. Mal sehen, Tür geht auf. Und draußen sind wir. Hey, hey. Hier ist es noch windgeschützt. Aber kaum kommt man auf die Freifläche, steht man A in der Sonne und B gut im Wind. Dabei sieht es aber nicht hässlich aus. Sonnenuntergang beginnt. Und wir haben hier gerade noch Glück, denn der Wind kommt gerade ziemlich von vorne. Wir sind Richtung Norden gerichtet. Also hier stehen wir leicht im Windschatten. Wenn ich mal ein Stück weiter nach links gehe, dann sehe ich ungefähr so. Es bläst wie die Hölle. Junge, aber das habe ich glaube ich zuletzt am Nordkap so erlebt. Da war es auch mal einfach so stürmisch. Der Knaller. Ich habe gerade versucht, Richtung da vorne zu laufen. Es ist unglaublich. Ich mache es lieber nicht. Ich habe Angst, dass mir entweder die Kamera wegfliegt oder ich. Dermaßener Sturm. Die Gischt fliegt auch irgendwie unnatürlich weg, so hinterm Schiff. Aber die Sonne gibt alles. Wir sind auch nicht alleine hier auf weiter Flur. In unmittelbarer Nähe weitere Schiffe. Und jetzt seht ihr auch ein bisschen, wie es hier vor sich hin schaukelt. Ist was geboten fürs Geld. Wir befinden uns hier auch in einem rot bis violetten Sturmgebiet, das gerade über der Ostsee tobt. Das filme ich jetzt gerade aus der Hand und es ist extrem schwer, die Kamera ruhig zu halten, weil immer wieder Windböen reinkommen und das ganze Boot natürlich auch wackelt. Wie ein Kuhschwanz. Das Getöse hier draußen, echt enorm. Die Kamera wieder mit beiden Händen, sonst wäre sie wahrscheinlich schon lange weggeflogen. Und ich hinterher, ich stehe hier auch nur noch an der Wand. Und irgendwo hinlaufen ist praktisch unmöglich. So sieht momentan die Ostsee aus. Wir sind irgendwo in dem Bereich, da ist es dunkelrot, violett, irgendwas. Und so hört sich's hier auch an. Echt ein bisschen scary. Die Sonne hat sich für heute so gut wie verabschiedet. Ich bin wieder drin. Draußen pfeift und bläst es einfach wie bescheuert. Wir gucken mal, wie die Nacht wird. Wahrscheinlich ziemlich wellig. Ja, und was mache ich jetzt? Erstmal freue ich mich, dass ich nicht seekrank werde. Und zweitens gehe ich jetzt wohl mal wieder an den Laptop. One sweet look, you gave me your number the night in September. Viel gearbeitet heute, jetzt kriegst du langsam Hunger und hier gibt's Bordrestaurant. 37 Euro, Buffet-Style. Oh, und es schaukelt ziemlich. Buffet sieht gar nicht so schlecht aus. Mal gucken, vielleicht kann ich noch mal kurz die Kamera drüber halten. Kartoffelgratte mit ein bisschen Grünzeug und komischen Ringen. Und ich bin jetzt nur ein paar Meter vorgelaufen Richtung Schiffsnase und hier schwankt es mal deutlich mehr als da, wo ich vorhin saß. Also das Essen macht einen guten Eindruck hier, auch wenn alles ein bisschen schwankt, aber die Auswahl ist ziemlich cool. Auch was die warmen Speisen angeht, ist eigentlich für alles und jeden irgendwie huch was dabei und ich laufe hier rum
wie besoffen und habe nur noch eine halbe Stunde Zeit zu essen. Denn um 20 Uhr machen die hier schon wieder zu. Hier seht ihr doch der Käse. Und natürlich auch für Nachtisch ist gesorgt. Und jetzt muss ich mich echt beeilen, Leute, sorry, aber deswegen nur ein kurzer Schwenk. Und wisst ihr, was auch notwendig ist? Nachtisch. Und hier gibt es so komische Dinger. Also das Nachtischbuffet kann sich durchaus sehen lassen. Jo, da sitze ich. Kurz vor Mitternacht. Wir dampfen immer noch über die stürmische Ostsee. Momentan ist es ein bisschen ruhiger. Wir sind knapp unterhalb von Stockholm. Im Windschatten. Es ist relativ ruhig gerade. Wir müssen jetzt dann aber hier drüber und hier bläst der Wind enorm runter. Es gibt also nachher nochmal zwei Stündchen unangenehme Wellen von der Seite. Auf der Windkarte sieht das dann ungefähr so aus. Wir sind hier, Stockholm, und müssen hier drüber, da wo es so rot ist. Ja, ich habe jetzt noch Video geschnitten, Blog geschrieben. Ich bin sowas von hinterher bei den Blogs vor allem. Die Videos sind praktisch alle fertig, was ich noch so gemacht hatte. Aber die Blogs hinken brutal hinterher. Und um die Blogs zu tippen und bebildern und alles, Korrektur lesen, gehen auch mal locker 2 Stunden ins Land pro Blog. Also ist auch eine Menge Arbeit und Aufwand. Aber auch immer wieder eine Menge Spaß, weil man kann im Kopf kreativ werden und kommen doch immer mal wieder hier und da ganz nette Ideen, hoffe ich. Und jetzt packe ich hier zusammen, mach den zu und gehe zurück in die Kabine. Mal noch eine schöne lange Dusche genießen. Wahrscheinlich die letzte für ziemlich lang. In Zottel wird kurz und kühl geduscht. Naja, kühl nicht unbedingt, aber definitiv kurz. Super Platz hier, aber ich bin jetzt mal weg und gehe pennen. Hier ist auch nichts mehr los, ich bin fast alleine. Man kommt sich hier echt vor, als wäre man alleine auf dem Schiff. Das ist unglaublich. Ein Herr saß da gerade eben noch im Bistro und ich. Und jetzt sitzt er da alleine. Nochmal bei der Rezeption vorbei. Hier steht's. Ungefähr Ankunftszeit 12 Uhr morgen. Also kein Stress, wir können auspennen. Schönen guten Morgen. Es ist der 21. Januar 2022. Wir sind immer noch auf der Fähre. 9 Uhr schlagt mich tot. Relativ ruhige Nacht. Es hat nicht ganz so geschaukelt wie die Nacht zuvor. Und ja, der Vorteil einer Innenkabine, glaube ich, man kriegt von dem, was draußen vor sich geht an Sturm, nicht wirklich viel mit. Keinerlei Windgeräusche oder sonstiges. Der Nachteil aber, keinerlei Internet und ich kann nicht rausgucken und sehen, wie das Wetter ist. Das nervt eigentlich fast noch mehr. Dafür muss ich jetzt wohl aufstehen und mal vor die Tür. Ja dann, auf an Deck. Wie ihr seht, heute läuft es sich auch praktisch ohne zu schwanken. Kein besoffenes Gefühl mehr. Raus vor die Tür. Geht ihr mal zuerst. Sieht's aus. Ja, kein Wind mehr. Und, also, Land in Sicht. Boah, und scheiß rutschig. Komplett vereiste Boden. Wir sind im Winter angekommen. Das ist Eis. Ist auf der anderen Seite auch. Oh ja, Zivilisation da hinten. Ja, es war immer ein ordentlicher Nordwind, aber wir sind jetzt schon gleich in Helsinki. Stunde sollten wir anlegen, 11.15 Uhr. Aber es bläst noch immer ordentlich, wenn ich im Wind stehe. Ich muss die Kamera weiter mit beiden Händen halten. Leider keine Sonne heute, komplett bewölkt. Hui. Und wenn ich mir die Inselchen hier so angucke, scheint das recht frischer Schnee zu sein. Ich kann auch hier nur auf der rechten Seite filmen. Links ist echt immer noch Übersturm. Da kann ich die Kamera nicht ruhig halten. Und wer da sein Hütchen hat, der hat es auch nicht schlecht. Eine zugefrorene Bucht oder ist da einfach Strand mit Weiß? Man weiß es nicht. Mal auf die linke Seite gegangen jetzt. Der Wind hat hier ein bisschen nachgelassen und hier sehen wir jetzt schon erstes Hafengelände. Ordentliche Kräne in Gelb und in Blau.
Ich krieg langsam kalte Finger. Und auch auf dieser Seite, auf den Inselchen, überall kleine rote Hüsli. Da liegt der Hafen vor uns und sie sind da noch am Schneeschieben. Ist echt alles frisch gefallen. Was kommt jetzt? Sehen wir da etwa gefrorenes Meer? Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das hier unsere kleine Bahnbucht. Wir drehen leicht nach links. Ordentliche Linkskurve jetzt. Der wird zum Co-Pilot wahrscheinlich jetzt nochmal schlecht. Ging es die ganze Zeit geradeaus und jetzt kommt die Kurve. Schnell wieder auf die andere Seite. Und da hat es tatsächlich hier gefrorenes Meer. Sowas gibt es tatsächlich noch. Ich dachte, seit Global Warming ist das alles nicht mehr so. Also ich glaube, ich kann mal festhalten, der Empfang ist standesgemäß kalt, eisig, verschneit. Hallo Finnland, wir freuen uns auf dich. Und ich glaube, die Aussage, dass ich kalte Finger habe, hört ihr jetzt mehrfach am Tag in all den folgenden Videos. Und jetzt gehen wir wieder rein und habe nämlich kalte Finger. Nochmal ein paar Stockwerke tiefer gegangen auf Deck 7. Wir sind am Kai angekommen. Es war noch nicht ganz festgezurrt, aber kurz davor. Wir sind angekommen. Und unser Schiff ist auf dieser Seite ganz schön eingeeist. Hat nun heftig getan und wurde kalt. Dann gehe ich jetzt mal meine Kabine räumen, denn ich vermute, wir können dann in Kürze zu den Autos. Da sind wir wieder in den Katakomben. Es geht zu Zottel. Gucken wir mal, wie Zottel das Ganze überstanden hat. Und ob der Kuchen dort noch lebt. Zottel steht auf jeden Fall unter dem Dach. Scheint sich nicht bewegt zu haben. Alles gut von außen. Co-Pilot, lebst du noch? Oh, schön warm. Ich hatte die Heizung nicht runtergestellt von 20 Grad. Clever. Immerhin muss jetzt so keiner frieren. Wir wären bereit. Co-Pilot und Friedrich sitzen auch schon hier. Und Kollege Co-Pilot ist noch ein bisschen weiß und nass, aber er hat keine Watte von sich gegeben und hat es eigentlich ganz gut überstanden. Bin sehr stolz auf ihn. Und Friedrich, du natürlich auch, ne? So, jetzt warten wir mal, dass hier vorwärts geht. Bisher ist noch nicht wirklich irgendwelche Bewegung zu erkennen. Und mal so nebenbei, nach 30 Stunden Durchheizen hat die Batterie immer noch 73% ihrer Kappa von 280 Amperestunden. Und durchheizen musste ich natürlich, denn ich wollte ja nicht, dass die beiden hier sich ihr Fell abfrieren. Es kommt Bewegung in die Sache. Die Vans vor uns bewegen sich. Motor bei uns angesprungen. Alles läuft. Systeme starten da. Wir können. Ja, dann. Auf an Deck.